Lasst nichts zurück. Es darf keine Spuren geben, die zu mir führen. Es... Oh, sieh an. Meine hilfsbereite Verbündete aus den Straßen. Ihr habt den Kunari aus der Stadt gebracht? Ohne einen Zwischenfall? Ich vermute, der Zwischenfall war wohl eher Teil eures Plans. Hütet eure Zunge, Zwerg! Bitte, sagt, was ihr denkt. Das Ganze war nichts anderes als eine verdammte List, um mich umzubringen. Haltet ihr euch wirklich für so bedeutend? Falls jemand den Magier als Gelegenheit gesehen hätte und falls die Kunari jene getötet hätten, die ihm helfen wollten, dann hätte dies natürlich hilfreich sein können. Aber es wäre nichts Persönliches gewesen. Die Kirche muss die Kunari als die Monstren sehen, die sie sind. Und falls jemand dafür sorgen kann, dass dies geschieht, sind gewisse Opfer gerechtfertigt. Euer Ketogen hat seinen Tod der Freiheit vorgezogen. Ich hatte erwartet, er würde frei sein wollen. Genau wie ich es auch gewollt hätte. Mein Mitleid ist aufrichtig, aber sie sind einfach nicht wie wir. Falls, möglicherweise. Warum redet ihr so darum herum? Ich weiß, was ihr vorhattet. Würde sich ein Mitglied der Kirche der Aufhetzung schuldig bekennen, hätte dies zweifelsohne weitere Aussöhnungsbemühungen zur Folge. Eine Anschuldigung durch eine Unterstadtgaunerin hingegen, so wichtig seid ihr bei weitem nicht. Das soll keine Beleidigung sein. Es ist einfach der Grund, warum ich euch ausgewählt habe. Seid versichert, dass Entschuldigungen, ob echt oder eingebildet, nicht zu eurem Besten wären. Ich werde das nicht vergessen, Schwester. Nehmt euer Geld und verschwindet zurück in die Unterstadt. Ich werde nicht noch einmal den Fehler begehen, bei jemand anderem als einem Gläubigen Hilfe zu suchen. Es steht einfach zu viel auf dem Spiel. Es geht um die Ewigkeit. Die bedeutet Ärger. Eure Mutter ist damit beschäftigt, dem Vicomte zu schreiben. Geht zu ihr, wenn ihr noch mehr bewegende Familiengeschichten hören wollt. Mir gefällt nicht, was ich darüber höre, dass du in all diese Angelegenheiten... Ich halte zu dir, Schwester. Vorerst. Du weißt doch, wie viel Mühe ich mir gebe. Ein Schemlen, hören die Wunder denn niemals auf? Schemlen, großartig. Bringt euer An... Ihr seid zurück. Braucht ihr irgendetwas? Habt ihr reine Eisenborke auf Lager? Welche Verwendung hättet ihr für Eisenborke? Ich kenne keinen Schem, der sie nach seinen Vorstellungen formen könnte. Wie auch immer, ich habe keine mehr. Ich weiß zwar, wo sie zu finden ist, aber ihre Beschaffung ist unmöglich. Wir dürfen das fragliche Gebiet nicht mehr betreten, seit wir dort zwei unserer besten Jäger verloren haben. Wo liegt das Problem? Vielleicht kann ich euch dabei etwas zur Hand gehen. Ich empfinde es als beleidigend, dass ihr davon ausgeht, Erfolg zu haben, wo er uns versagt geblieben ist. Dort befindet sich dunkle Brut in enormer Zahl. Würden wir versuchen, sie auszumerzen, würden wir damit das Leben unserer wenigen verbliebenen wertvollen Jäger aufs Spiel setzen. Ich zeige euch, wo das Gebiet liegt. Was ihr mit dieser Information anfangt, bleibt euch überlassen.
natürlich nicht. Nicht für mich. Wenn sich die Leute schon solche Mühe machen, um für sich zu sein, sollte man sie vielleicht einfach in Ruhe lassen. Ich habe schon von Zirkel der Magie außerhalb des Reichs gehört, war aber noch nie in einem. Denkt ihr, es ist klug, dass ihr hier seid? Oh, ich bin sicher, dass mich niemand bemerkt. Keine Sorge. Sehr beruhigend. Das scheint hier eher ein Gefängnis zu sein. Ob es wohl effektiver ist als der Zirkel, den ich kenne? Inwiefern ist der Zirkel der Magie des Reichs anders? Früher war er wie dieser hier. Die Kirche achtete bei den Magistern auf die kleinsten Anzeichen von Verderbtheit oder Schwäche. Später wurde den Magistern gestattet, sich selbst zu überwachen. Und die Templer sorgten nur noch für Recht und Gesetz. Und dann geschah das Unvermeidliche. Die Magister übernahmen wieder die Herrschaft. Stark wie eh und je. Alle Magier wie Verbrecher zu behandeln, ist keine Lösung. Nicht jeder Magier verdient die Gunst des Zweifels. Freiheit ist ein hehres Ziel. Aber ich sehe hier keine Unterdrückung, sondern Furcht und Gefahr. Aber genug davon. Ich bin sicher, wir sind nicht ohne Grund hier. Ihr habt alles gebracht, was noch jetzt gestand. Ich mache mich so. Hier ist natürlich die zugesagte Belohnung. Habt ihr meine Bewerbung befürwortet? Diese
Ihr seid ganz anders als die übrigen Elfen. Oh, ihr kennt sie alle? Nein, es ist nur, ihr seht anders aus. Das lässt sich nicht leugnen. Ich bin, was ich bin. Und anders als bei den Problemen, die ihr zu haben vorgebt, hatte ich dabei keine Wahl. Kennen wir eigentlich irgendjemanden, der nicht den ganzen Tag vor sich hinbrütet? Gleich und gleich gesellt sich eben gern. Sucht ihr auf dem Markt etwas Spezielles? Sollte der Kapitän je einen Ferelden auf seinem Schiff finden? Ihr kommt aus Ferelden, richtig? Ich bin überzeugt, euch steht eine glorreiche Zukunft bevor. Bitte nehmt dies. Und ich werde euch, wie versprochen, noch mehr zukommen lassen. Möge der Stein über euch wachen.